Okay, Planänderung. Wir werden in dieser Episode mehr erkunden und fighten mit Ray. Ich habe genau 20 Minuten circa, bevor ich zur Arbeit radeln muss. Ich brauche da eindeutig einen Geisterwolf. Gib mir nur eine Sekunde, mehr brauche ich nicht. Ich schwöre, was zum Teufel. Geisterwolf. Nein. Da. Okay. Er hat sich selbst angeworfen. Das hat mein Controller ausgehängt. Achso. Rein da, Jungs. Rein da. Wir müssen da oben stecken. Das geht so nicht. Wie das geht. Und wie das geht. Was vielleicht mit meinem Geisterwolf? Sehr schön, Jungs. Sehr schön. Oh, der rollt mal runter. Ja, wir machen eine Ray-Erkundungs-20-Minuten-Folge. Dann kann ich 40 Minuten zur Arbeit radeln in 30 Grad. Verdammt. Okay. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Ich habe die Brille auf, wo ich die Gegner sehe, wo sie genau auf der Karte sind. Eine kleine Pelzratte, wie süß. Das macht mir ein bisschen leichter. Die rennt weg, das war mal ein guter Mastlab. Lange halte ich das nicht mehr hier aus. Immer diese ganze Geheimhaltung und die Meetings hinter verschlossener Tür. Ich habe das Gefühl, in einem Schlangennest zu arbeiten. Jeder arbeitet sich selber zu. Ja, ich glaube, das wirst du sowieso bei jedem Job als Sekretär haben. Oh, was für ein epischer Fight hier. Ha! Aber das ist ein interessantes Timing. Hier haben wir noch einen Beißer, der interessiert uns gar nicht. Okay, wir haben ein bisschen Ruhe. Wir können mal ein bisschen durchlooten hier. Viel Interessantes. Nicht viel Interessantes. Speer. Ominöser Zettel. Und wenn das so ominös ist, müssen wir uns dann doch anschauen. Diese Witze habe ich auch gemacht. Als ich noch in der Schule war. Verdammt, Fred. Verdammt, Fred. Mach doch mal einen Fred war hier. Witz. Mama. Könnte ich schlafen? Nicht in dem noch. Obwohl, es ist gerade mal vor 12. Na. No. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Ja, Spielzeugdiener und Spielzeugautos. Das bringt mich auf Fallout. Wenn dieses Let's Play fertig ist, werde ich mein Fallout Permadeath in Deutsch nochmal probieren. Das in Deutsch natürlich, das wird dann der Nachfolger von Elex sein. Das passt eh gut zusammen. Das heißt, nach Elex 1 mit Mods werde ich den Permadeath in Fallout New Vegas nochmal probieren. In Deutsch, wie versprochen, falls ihr das mitbekommen habt. Da habe ich schon ein paar Videos gemacht. Wow! Schwach. Dass er mich einmal kurz angeleckt hat. Oder hätte ich ihn zum Explodieren bringen können nach Zigarettenpackung. Das heißt, das steht dann als nächstes in meinen deutschen Let's Plays auf der Liste. Ansonsten orientiere ich mich gerade ziemlich stark im Englischen, weil es natürlich leichter zu vermarkten ist, weil alles im Internet Englisch ist. Und Dolmen war ja von den Views her eigentlich ein ziemlich guter Erfolg.
Das Cycle leider nicht, das habe ich schon aufgegeben. Obwohl, da hätte ich auch noch ein kleines Video irgendwo, das ich vielleicht noch mal editen werde. Zwei Videos eigentlich noch. Die ich irgendwann einfach mal raufhaue oder so, schon raufgehaut habe. Bei einem der Videos wechsle ich auch ins Deutsche zurück. Hast du dich selbst getroffen wieder? Oh, damn. Ja, wird gerade umzingelt. Null aus da. Stoßen. Ja, genau, noch rechtzeitig. Hurray, raus aus dem. Auf meinen Rücken auf. Raus aus dem Unhold. Hurray, steckt sich einfach mal. Kralle? Was? Finde ich hier draußen eine Kralle. Eine Kralle wie von den Krallen, die ich gerade zerlegt habe. Zigarettenstange mitten am Feld. Oh, die arme Umwelt. Was haben wir hier? Mana natürlich. Heiltränke. Nein, Heiltränke, irgendwas kann ich mir hier reinschießen. Ein bisschen Höhle. God damn it, Ray. Er hupft einfach mal in meinen Sprachbereich. Da ist Nahrung. Magieriegel. Brauche ich auch gleich. Oh, 40 Minuten noch die Sonne radeln, ist ganz geil. Glaube ich schon fast lieber, wenn es regnet. Hier spare ich mir dafür Geld, da ich kein Auto habe. Das ist der größte Vorteil. Verdammt viel Geld. So ein Radl ist fast ziemlich billig im Stand zu behalten. Irgendwo gibt es ja auch noch einen verstoßenen Camp. Oh, immer die falschen Tasten in diesem Spiel. Und es könnte leicht sein, dass dieses Video auch hochgeladen wird, bevor die neue Call of Duty Rebirth Map draußen ist. Ich glaube, da werde ich auch ein bisschen in Deutsch und Englisch herumwechseln. Einfach nur, weil ich es kann. Jetzt haben wir es. 13 Minuten circa noch. Ich will da rüber. Da wollte ich früher schon rüber. Guter Wolf, noch immer da. Nicht mehr lange wahrscheinlich. Da war ich sowieso auch noch nie. Da oben war ich dann schon mal. Und weg ist er. Passt. Genug. Hab genug für den nächsten Wolf, obwohl der braucht noch gerade ein bisschen lange. Verdammt, da geht's ab. Holen wir mal eine Waffe. Den docken wir an zuerst. Daneben. Ja, das macht viel Schaden, ich weiß. Verdammt. Er trifft mich einfach nochmal. Nein! Was für ein schlechter Anfang. Gar nicht ausgezahlt. Erster Wolf. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das Feuer sich zurzeit was bringt. Einen Punkt. Der bringt sich auf jeden Fall nichts. Objektsicht kann ich auch verkaufen. Warum bin ich gerade verwirrt? So, das mal schnell speichern. Und mein Abenteuer geht weiter. Ich glaube noch legendärer Loot hier. Nein! Verdammt! Ja.
viele Monster. Ich sehe sie schon auf meiner Karte. Ist das ein Mensch? Oder ist das ein Verlorener? Mensch, das ist gar nicht cool. Wir fighten gerade gegen den Unhold, der zufällig zu nah gekommen ist. Wo habe ich am meisten Money? Mit diesem Ding leider. Ich muss nahe zu dem zugekommen. Habe ich keine Chance. Okay. Der Unhold lebt noch. Aber Banditenanführer hat gute Arbeit gemacht. Er hat den Felsen noch in der Hand. Wie süß. Ist nicht noch wer gestorben neben dir? Ah, hier. Was bist du für ein Idiot? Rennt da mal mitten in den Unhold rein. Und hier gibt es viele Leute. Hab eine Überraschung für dich. Das reicht. Okay. Dann machen wir Frieden. Gutes Ziel hat der Bandit. Oh, nächster. Yeah. Ist offen, oder? Fast da für einen Banditen. Da drinnen ist auch wer. I can smell him. There he is! Bastard. Könnte mit einem Banditen blabber. Ja, ich kann eine Runde schlafen. Cool. Warum nicht mit einem Banditenlager mal eine Runde schlafen? Und mir dann wieder meinen Geisterwolf auswählen. Ein bisschen Gerissenheit fehlt mir noch, dass ich mich nicht auf so welche Klappstühle raufsetze. Dass ich mir mein Mana nochmal upgraden kann. Oh je. Zu einfach. Schlüsseldienst. In diesem Spiel ist es viel leichter. In Elex 2 haben sie es ein bisschen schwerer gemacht. Dude. Sorry. Ich bin ein Lager mal kurz gepennt. Das schweißt das einer. Aus dem Schutt hier haben sich andere schon gehört. Das stimmt doch gar nicht. Was ist für uns zurückgeblieben? Oh ja. Ah ja, da komme ich nicht drauf. Oh, Piratenfreistößen. Die Musik ist hier extrem friedlich. So, ja. Im Zug. Muscle Up ist doch nur für Show. Gar nicht beeindruckend. Wenig Sinn der Satz. Wenn es nur für die Show ist, dann ist er doch beeindruckend, oder? Oh, wow. Hier ist die gute Luft. Oder auch nicht. Gute Loot in diesem Spiel? Nein. Wop. Bin ich dagegen nuts. Oh, verdammt. Dich hole ich mir! Das ist wieder ein Schiff, wo wir dann rüber müssen. Das sind Leute oben.
Yay! Oh, total wert. Total wert. Gute Arbeit, Team. Sehr viel habt ihr mitgerufen. Noch ein Schiff. Ein paar Brocken gehen wir darauf. Schwefelwändern. Wenn ihr noch gebraucht, glaube ich. Ob hier eine Rüstung ist versteckt? Ich glaube nicht. Die Rüstungssuche schon halber aufgegeben. Wohl die Rexatoren-Rüstung werden wir wohl noch ein paar Teile finden, hoffentlich. Ein paar Dichter noch, zufällig herumstehend. Ja, ja. Ich kann niemanden beschwören müssen für diese Leute. Ah, verdammt. Schaffe ich das Hacken mit so einer Belastung? 9, 5. 6, 7. Ich drücke gerade nur random Buttons. Funktioniert gerade eh nichts. Ups. Ups, das geht ja gar nicht. Oh, ich habe keine Lust auf diesen Spind. Eins haben wir schon mal. Seinen Abstand halten. Ah, oh, es hackt noch immer. Okay, jetzt geht's. Eins haben wir. 8, 1, 3, 6, 9, 4, 5, 9, 7. Ich habe keine Lust auf diesen Tresor. Ich habe keine Lust auf diesen Tresor. Da gibt es sicher einen Code irgendwo rumliegen. Da haben wir schon fast alles. 1, 4, 2. Okay. 8, 9. 8 haben wir richtig. 8 ist größer als 7. 6, 1, 8. 6, 1, 8. 6, 1, 8. Das war nichts. 6, 1, 8. 6, 1, auch. Oh boy. Geht doch. Oh, das hat ewig gedauert. Das war's nicht wert. Heute habe ich wieder ein paar arme Trottel über die See gebracht. Hoffentlich gibt's eine gute Ausbeute. Habe die Jungs zum Hafencontainer geschickt, um die Einnahmen zu sichten. Sie sollen die besten Teile nachher zum Tresor bringen. Notiz an mich selbst. Wenn einer dieser Idioten noch einmal den Code vergisst, werfe ich ihn das nächste Mal eigenhändig über Bord. Das Glück gehabt, Ray. Hier kommt man gar nicht drauf. Geh noch zum Schiff. Das wird rausgehen, oder? Das geht sich gerade noch aus. Oh, verdammt. Kann ich hier nichts machen? Verdammt. Ich muss die Sachen reinstecken. Jetzt mal ein bisschen Fleisch. Das Radioaktivität, Gesundheit, Strahlung, dieses Ding. Sapo, Radio, Radius. Genau. Ja, ich warte hier. Feigling!
sollte das haben. Kann mich hier drin gar nicht heilen. Ich warte hier. Voll leg. Das ist ein guter Angriff. Verdammt! Oh boy. Run! Verdammt, hat auch nicht gezählt. Das war miserabelst. Ich warte hier. Wirklich. Wirklich. Wie miserabel kann dieser Fight sein? Ich warte hier. Nein! Oh. Oh. Hier rumzulaufen war keine gute Wahl. Nie auszahlen. Ah, oh, verdammt, Ray-Jax. Oh, bitte, bitte. Elixator-Rüstung. Oh, verdammt. Ich sterbe. Das war einfach nur schlecht. Ich warte hier. Ich hab so viel Vorschaden genommen. Verdammt. Oh. Verdammt. Was ist denn das für eine Paniknummer hier? Ja, Controller, lass dich auch nochmal entplacken. Ich warte hier. Ja, mitten in der Radioaktivität. Gute Arbeit, Controller. Gute Arbeit. Frag dich nochmal. Oh. Das ist die miserabelste radioaktive Zone, die ich jemals mitgemacht habe hier. Miserabel. Was für Dreckslot. Oh. Voll getroffen. Geh raus hier. Ja, nein, 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 raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ja, ja, das war's nicht wert. Das war's nicht wert. Ich beende hier. Ray ist okay, oder? Ich beende hier. Oh, peace out, peace out. Jo.